Hi, was geht? Willkommen bei Jan Tipp Bestseller. Mein Name ist Sven Linsen und in diesem Video möchte ich dir erklären, was es genau mit dem neuen One-Stop-Shop-Verfahren auf sich hat, ab wann das Ganze gilt und welche Vorteile wir als Amazon-Seller davon haben. Lass uns gerne ein Abo und ein Like da, wenn du nichts mehr verpassen willst und wir starten mit dem Video. Viel Spaß! Ganz kurz vor Beginn, bevor wir richtig mit dem Video loslegen, unser Coaching, die Bestsell Academy, wo du Schritt für Schritt lernst, wie du erfolgreich auf Amazon verkaufen kannst und wo du 1:1 persönlich von uns gecoacht wirst, ist letzten Sonntag gestartet und wir haben jetzt noch ein paar wenige Plätze für unsere Startphase frei, wo du das Ganze 75% günstiger bekommst. Das Ganze geht nur noch diese Woche, wenn dich das also interessiert, schreib uns gerne mal auf Instagram, den Link findest du unten in der Videobeschreibung und jetzt starten wir mit dem Video. Ganz kurz zu Beginn, was ist überhaupt das One-Stop-Shop-Verfahren? Bisher war es ja so, dass wenn man auf Amazon europaweit verkaufen wollte, wurde die Ware in der Regel in einem deutschen Lager gelagert und wurde dann einfach europaweit verschickt. Es gab bisher immer diese Steuerfreigrenzen, die war jetzt zuletzt bei 10.000 Euro für alle EU-Länder. Das heißt, wenn wir Ware im Jahr mit einem Umsatz von über 10.000 Euro ins Ausland verkaufen und von Deutschland ins Ausland verschicken, dann müssen wir in jedem Land einzeln eine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben. Das heißt, wir müssen ganz normal in Deutschland die Umsatzsteuervoranmeldung abgeben, dann nochmal in Frankreich, in Spanien, in Schweden, überall, wo wir eben hinverkaufen. Und das ist natürlich ein riesiger Aufwand gewesen. Bei dem One-Stop-Shop-Verfahren, für das du dich anmelden kannst, gilt das nicht mehr. Du hast zwar immer noch die 10.000 Euro Umsatzsteuerfreigrenze, das heißt, wenn du das nicht überschreitest, brauchst du das sowieso nicht. Aber wenn du über diese 10.000 Euro im Jahr drüber kommst, dann musst du nicht wie davor wirklich in jedem Land Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben, sondern du registrierst dich einfach für das One-Stop-Shop-Verfahren. Hier gibst du deinem Steuerberater alle Infos, gibst ihm also einmal die Daten, okay, wie viel Umsatz haben wir in Deutschland erwirtschaftet, wie viel in Spanien, Schweden, Frankreich, was auch immer. Du gibst für jedes Land einzeln die Daten weiter und dein Steuerberater hier in Deutschland kann das über dieses One-Stop-Shop-Verfahren in jedem Land registrieren. Das heißt, es fällt dieser unnötige Aufwand weg, dass du wirklich in jedem Land eine Umsatzsteuernummer beantragen musst, in jedem Land einzeln deine Steuerdaten einreichen musst. Das alles ist nur in Deutschland und das ist super praktisch und einfach sehr, sehr entspannt für uns Seller. Das Ganze startet jetzt am 1.7.2021, also von heute an gesehen in 6 Tagen. Du kannst dich jederzeit dafür registrieren. Was musst du dafür machen? Geh einfach zu deinem Steuerberater. Lass dich für dieses One-Stop-Shop-Verfahren eintragen. Du kannst dich auch selber dafür registrieren. Davon würde ich dir aber abraten, einfach weil das unnötig kompliziert wäre. Allgemein beim Thema Amazon FBA, such dir einen guten Steuerberater. Lass dich von dem beraten. Das kostet ein bisschen was, aber dafür bist du einfach auf der sicheren Seite. Einen kleinen Hinweis möchte ich dir hier noch mitgeben, falls du in Polen oder Tschechien lagerst. Wir kriegen ja als Amazon-Seller einen Vorteil bei den Lager- und Versandgebühren, wenn wir in Polen und Tschechien lagern, weil das für Amazon selbst einfach steuerlich günstiger ist. Wenn wir jetzt aber in Polen lagern und zum Beispiel Ware nach Polen verkaufen, das heißt, die Ware wird von Polen nach Polen geschickt, also bleibt im selben EU-Land, dann kann dieses One-Stop-Shop-Verfahren nicht greifen. Informier dich also hier auch, sprech das mit deinem Steuerberater durch, denn dann musst du wirklich auch Umsatzsteuer in Polen registrieren, weil die Ware einfach nicht aus Deutschland nach Polen kommt, sondern direkt schon in Polen ist und dann auch nach Polen versendet wird. Das solltest du auf jeden Fall beachten. Dasselbe gilt natürlich für Tschechien oder andere EU-Länder, falls du dort lagerst. Informier dich hier also bitte, das kann das Ganze nochmal etwas komplizierter machen. Und dann bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen. Wenn du sonst nichts weiter zum Thema Amazon FBA verpassen möchtest, dann lass uns doch gerne mal ein Like da, du würdest uns damit sehr supporten. Wie gesagt, wenn du an unserem Coaching interessiert bist, dann schau gerne mal in der Videobeschreibung vorbei, schreib uns kurz auf Instagram und dann können wir dir erklären, wie es weitergeht. An dieser Stelle bin ich raus, ich wünsche dir noch schöne Sommertage, genieß die Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal wieder bei AMZ Bestsell. Bis dann, mach's gut und ciao.